Hier ist der Gut reden kann jeder Podcast mit Isabel Garcia und Anja Niekerken. Habe ich es richtig ausgesprochen? Sehr gut, ich bin begeistert. Dein Name wird teilweise falsch ausgesprochen? Ja, ich habe schon alles gehört. Von Nieken bis Nickerchen war schon alles dabei. Nickerchen ist ja süß. Ja, ach oder? Komm, Anja Nickerchen. Es erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe ja einen Doppelnamen. Ich heiße ja Isabel Garcia Petersen. Mhm. Als Spanierin hast du ja immer einen Doppelnamen. Da meine Mutter eben deutsch ist, habe ich da eben einen deutschen Nachnamen dann noch. Weil immer so der Nachname vom Vater und der von der Mutter so gemixt werden in Spanien. Und das Lustige ist eben in Deutschland, dass dann eben häufig die Leute denken so, Garcia, ja ist ja Grazia, Patricia kennt man Vorname. Weil ja, ist auch ohne Bindestrich in Spanien geschrieben wird. Und dann ist du immer Petersen genannt. Und als ich einmal gesungen habe in so einer schönen großen Kirche, dann hat der Pastor gesagt, und das war Frau Petersen Isabella Grazia. Und ich denke, auch schön. Das ist fast so schön wie Nickerchen. Anja, du bist, ja, ich weiß gar nicht genau, wofür bist du genau Expertin? Also Führungskräfte machst du, Kommunikation im Allgemeinen oder nicht? Oder hauptsächlich wirklich auf Führungskräfte? Weil du hast ja auch ein Buch geschrieben, Montags muss ich immer kotzen. Genau, also grundsätzlich mache ich Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte. Persönlichkeitsentwicklung, genau. Nur für Führungskräfte, also müssen die nur kotzen? Nee, die müssen meistens nicht kotzen, meistens sind es ihre Leute, aber auch Führungskräfte müssen natürlich häufig kotzen. Und dieses Buch ist entstanden aufgrund von Beobachtungen. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel auf Facebook siehst du so Sachen wie das F in Montag steht für Freude und wer montags gern zur Arbeit nimmt, hat ein scheiß Wochenende, geht oder irgendwie so. Ne? So, das hat mir einfach nicht gefallen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass so viele Leute nicht gern zur Arbeit gehen. Und diese Posts kriegen auf Facebook auch immer die besten Likes oder die meisten Likes. Und selbst so Morgenshow-Moderatoren im Radio flöten das dann schon raus. Nur noch fünf Tage bis Freitag. Und ich denke dann auch so, genau. Und dann denke ich so, warte mal, da stimmt was nicht. Und dann auf der anderen Seite sind dann so Trainer und Speaker unterwegs, die dann sowas erzählen wie, du musst nur einen Job finden, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Und wenn ich sowas höre, dann muss ich kotzen, weil das stimmt auch nicht. Und wo ist der... Ganz viele Kotzerei. Ja, ganz viel. Oh, da ist ganz viel Übelkeit im Spiel. Und ich habe mich einfach mal der Frage genähert, was kann Arbeit überhaupt, was kann Arbeit uns geben? Was ist gut an Arbeit und wie sind wir überhaupt eingestellt zur Arbeit überhaupt? Und das habe ich in diesem Buch verarbeitet. Okay, also jeder, der im Prinzip dann arbeitet, egal wo, angestellt oder selbstständig, kann mit diesem Buch was anfangen und bekommt Tipps, wie er weniger kotzen kann. Auf jeden Fall. Einfach mal ein bisschen weniger kotzen, weißt du? Ist doch einfach schon mal ein Plan für die Zukunft. So, ich nehme mir vor, am 1.1. ich kotze im nächsten Jahr weniger. Ja, also es ist natürlich auch so, das weißt du auch, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man so einen Titel im Kopf. Ich hatte den Titel im Kopf, warum arbeitest du eigentlich? Na, der Verlag gleich gesagt, nee, Frau Niekerken, das kann man nicht verkaufen, das machen wir so nicht. Und ich habe dann gedacht so, oh, okay. Habe dann drei Titel vorgeschlagen und einen Titel natürlich zum Aussortieren, was dann jetzt der Titel des Buches ist. Und ich bin am Anfang, hatte ich so eine Hassliebe auch mit dem Titel. Mittlerweile ist es anders, weil der Titel doch sehr, sehr gut ankommt. Ja, das glaube ich. Er ist natürlich provozierend. Ja. Aber bringt es natürlich teilweise wirklich auf den Kopf. Auf den Punkt. Es gibt ja so viele Menschen, die schon innerlich gekündigt haben. So viele Menschen, die einfach nur noch so zur Arbeit gehen, die sich irgendwie ständig ärgern und. Genau. Ja, und ich stehe mir immer die Führungskräfte und sage, das verstehe ich gar nicht. Ich bin doch hier in der Hierarchie total klasse. Ich sage, hab Spaß und verstehe gar nicht, warum das nicht geht. Okay, also insofern nicht nur für Führungskräfte, sondern bei den Führungskräften, das, was du erlebt hast. Was ist denn so einer deiner Highlight-Tipps, damit ich praktisch mehr Spaß an der Arbeit habe? Naja, also wir gehören so gerade in Deutschland ja nicht zum fröhlichsten Völkchen. Ne? Was alles? Was? Kann gar nicht sein. Was alles nicht läuft, das wissen wir sehr gut. Aber was läuft, wenn ich die Leute frage, was läuft denn bei dir gut? Was macht dir denn Spaß am Job? Dann ernte ich meistens erstmal fragende Blicke, hä, wieso? Und wir haben alle Sachen, die uns zum Beispiel Spaß machen. Und sei es nur, dass wir eine tolle Kaffeemaschine in der Firma haben und der Kaffee da besser schmeckt. Wenn wir uns das mal wieder klar machen, was alles gut ist und uns nicht so sehr darauf fokussieren, was alles schlecht läuft, dann stellen wir ganz schnell fest, ach Mensch, guck mal, so scheiße ist es nun doch gar nicht. Das wäre zum Beispiel ein Tipp, sich mal wieder klar zu machen, was läuft denn überhaupt gut und das vielleicht auch mal aufzuschreiben. So eine Dankbarkeitsübung wahrscheinlich in dem Dreh, ne? Ja, also es gibt ja auch so dieses, nicht nur Dankbarkeitsübung, es gibt ja diese Idee des Glückstagebuchs.
jeden Abend aufzuschreiben, was einem heute am Tag gefallen hat und worauf ich mich morgen freue. 3 Sachen. Das könnte ich auch mit der Arbeit machen. Was ist heute gut gelaufen? 3 Sachen aufschreiben abends und 3 Sachen, auf die ich mich morgen freue. Und wenn es nur der nette Kollege ist, mit dem ich eine tolle Mittagspause verbringe. Und das mal 2 Monate durchziehen, die Einstellung zur Arbeit ändert sich kolossal danach. Ja klar, weil wir mental einfach natürlich auf die Suche gehen. Am Anfang denken wir vielleicht, bei mir ist gar nichts gut. Heute war der Tag komplett völlig doof. Ich sage jetzt mal kein Fäkalwort hier. Und dann aber trotzdem überlegen, okay, ich soll ja 3 Punkte aufschreiben. Was? Ja, Kaffee hat geschmeckt. Am Anfang denken wir wahrscheinlich, ja, Kaffee, das ist ja nun wirklich lächerlich. Mhm. Denn es ist ja so wenig. Allerdings, wenn ich mich auf den Kaffee konzentriere, dann sehe ich auch schon wieder ein paar andere Dinge. Genau. Ja, es ist einfach, ja, wo richte ich meine Taschenlampe hin? Das Licht meiner Taschenlampe. Genau. Und das ist die Idee da dran. Das ist ein Tipp, der in dem Buch steht. Da stehen noch ein paar mehr Sachen natürlich drin. Es gibt auch ganz viele Dinge, die die Arbeit uns gibt. Zum Beispiel, dass wir uns mit ganz anderen Menschen auseinandersetzen, mit denen wir uns in der Freizeit niemals auseinandersetzen würden. Also Arbeit bietet uns auch Persönlichkeitsentwicklung und inneres Wachstum. Klar gibt es dann auch wieder solche Sachen, ne? So, dass ich heute keinen Kollegen erschlagen habe. Das war die Leistung des Tages. Ja, auch das passiert. Heute mal keinen geschlagen. Oh ja, super. Klar, auch das passiert, aber auch Frustrationstoleranz ist auch ein Thema, was wir in der Freizeit nicht so sehr lernen. Weil wenn wir jemanden nicht so toll finden, dann setzen wir uns mit dem halt nicht auseinander. Müssen wir in der Freizeit ja auch nicht, sollten wir auch nicht tun. Aber auf der Arbeit lernen wir das in der Firma. Mal zu gucken, und vielleicht hat er ja auch recht. Vielleicht sind da ja auch Sachen, die der weiß, die ich vorher nicht wusste. Das sind alles Dinge, die kann uns Arbeit bieten und die bietet uns unsere Freizeit auf freiwilliger Basis nicht. Ja, das stimmt. Also ganz viele Menschen, mit denen ich mich so vielleicht gar nicht auseinandersetzen würde. Ne? Genau. Was wir dann eben tun, dadurch, dass wir... Genau. Ja, wenn ich halt in Anführungsstrichen eine blöde Chefin habe, einen blöden Chef habe, kann ich ja an dem wachsen. Genau. Und wenn's auch, also und dann irgendwann gibt es auch so einen Punkt, wo man dann auch mal ganz ehrlich zu sich selber sein muss und sagen muss, okay, es ist jetzt alles wirklich so schlecht, wie ich denke. Und wenn es wirklich so schlecht ist, gibt es, ist ja überhaupt keine Frage, dann muss ich aber auch mal Konsequenzen ziehen. Dann heißt es, geh mit Gott, aber geh. Davor haben ja so viele Respekt, ne? Was ist, wenn ich keinen Job wiederfinde? Was ist in der heutigen Zeit und bla und überhaupt und so auf diese Sicherheit bedacht? Es ist zwar nicht schön, wie es gerade ist, aber es fühlt sich eben sicher an. Das ist ja auch häufig der Grund, der Leute in Beziehungen hält. Es ist zwar nicht schön, aber es ist eben so verdammt sicher. Und ich weiß, dass ich gerade keine schöne Beziehung habe, aber ich habe wenigstens eine. Und ich weiß ganz genau, dass wir uns doof finden von morgens bis abends. Und das ist Sicherheit. So bescheuert das klingt, aber es ist eben einfach Sicherheit. Und ich glaube, Sicherheit ist uns verdammt wichtig. Also uns Deutschen, gerade so mit diesen ganzen Kriegen, die wir ja in der Vergangenheit verloren haben und sowas, gibt es ja auch einige spannende Bücher drüber, glaube ich, vielleicht noch mal mehr, ne, diese Sicherheit. Klar, also Sicherheit ist ein ganz großer Aspekt. Also meine sichere Höhle, das war ja, also ist ja auch entwicklungsbiologisch auch schon zu erklären. Ne? Da weiß ich, was ich habe. Wenn ich irgendwo anders hingehe oder meine Höhle verlasse, mir eine neue Höhle suchen muss, dann weiß ich erstmal nicht, was ich habe. Klar, das ist nicht so einfach. Und erstaunlicherweise leiden wir tatsächlich lieber, als dass wir etwas Neues wagen. Und unser Gehirn hat da auch sehr, sehr viel Interesse dran, weil es dann keine Energie aufwenden muss. Leiden an etwas, was wir kennen, ist einfacher für das Gehirn vom Energieaufwand, als was Neues anzufangen. Und da gehört so eine Willenskraft auch dazu, das dann zu tun. Ich kann jeden verstehen, der lieber erst mal 2-3 Jahre leidet. Finde ich auch völlig in Ordnung und völlig legitim. Aber irgendwann muss ich mich halt wirklich entscheiden, will ich weiter leiden oder will ich wirklich was anderes? Und das ist eine Entscheidung, die muss ich irgendwann treffen. Ich kann ja auch weiterleiden, ist ja in Anführungsstrichen natürlich. Überhaupt gar kein Problem, diese Entscheidung kann ich fällen. Nur dann eben vielleicht nicht jammern. Genau, oder dann vielleicht nochmal gucken, okay, vielleicht, wie ändere ich dann was? Nicht in diesem Zustand verharren, sondern dann nochmal gucken, okay, komm, vielleicht kann ich dem doch noch was Gutes abgewinnen. Und wenn es erstmal nur die Sicherheit ist. Mhm. Selbst das ist ja erstmal ein positiver Zustand. Mhm. Und damit kann ich dann vielleicht meine Perspektive ändern. Das ist nicht einfach, garantiert nicht. Und vor allen Dingen nicht so einfach, wie es immer dargestellt wird. Ja, du musst dir nur eine andere Haltung zulegen. So einfach ist es nicht. Da muss man dann auch schon eine Weile dran üben. Aber diese Entscheidung mal bewusst zu treffen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, wir sind zu allem Möglichen in der Lage. Und zwar, wir sind auch in der Lage, sehr schnell etwas umzusetzen, wenn der Leidensdruck dementsprechend ist.
dann geht es eben häufig. Und ich glaube eben, manchmal ist der Leidensdruck eben noch nicht groß genug. Er ist da, aber er ist noch nicht so groß. Ja. Also keine Ahnung, jetzt so ein Beispiel. Mit meiner chronischen Krankheit ist es so, dass es gut wäre, wenn ich mich ständig gesund ernähre. Ja. So, und ja, ich habe Schmerzen. Die Schmerzen sind aber teilweise nicht so dramatisch, dass ich mich jetzt nicht das Croissant gegönnt hätte mit der Marmelade, wo ich weiß, dass es mir nicht so gut tut. Ja, ja. Hätte ich jetzt eine ganz, ganz schlimme Krankheit, wo gesagt wird, also wenn du das Ruder umreißen willst, damit du die nächsten 2-3 Jahre noch lebst, dann sieh zu, da würde ich sofort das Croissant weglassen, weil mir das Leben wichtiger wäre, wahrscheinlich, als eben das. Also ich, ne, und, oder wenn jemand einen Herzinfarkt hat, aber man könnte aufhören zu rauchen. Ja. Und vorher haben sie es die ganze Zeit probiert, aber der Leidensdruck war noch nicht groß genug oder der Wille war noch nicht groß genug. Ja. Insofern glaube ich, dass es klappen kann, was so Chaka Chaka auf der Bühne gesagt wird. Ja. Nur nicht bei jedem ist der Leidensdruck groß genug. Mhm. Ja, es ist und teilweise reicht auch das nicht. Ne? So selbst Leute, die einen Herzinfarkt hatten oder selbst Leute mit Krebs rauchen weiter. Okay. Ne? So, die Macht der Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Das ist eben einfach so. Und Gewohnheiten zu ändern, es gibt ja diesen Mythos von dauert 61 Tage, manche sagen es dauert 31 Tage. Für mich ist es eher so, es dauert genauso lange, wie du diese Gewohnheit vorher aufrechterhalten hast. Das heißt, wenn du vorher... Wenn ich 40 Jahre lang, dann brauche ich 40 Jahre, um die Gewohnheit wieder zu ändern? Würde ich sagen. Also, weil du hast 40 Jahre, hast du diese Gewohnheit ja aufrechterhalten und geübt. Und diese, das ist ja eine Autobahn im Gehirn, die da angelegt ist, die musst du erstmal wieder abbauen, bis die abgebaut ist. Ich habe zum Beispiel, ich habe früher auch geraucht. Ich rauche jetzt seit... knapp 20 Jahren rauche ich nicht mehr. Und habe gestern tatsächlich gerade jemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe 20 Jahre nicht geraucht und jetzt habe ich wieder angefangen. Ich so, oh Gott, nein, ich dachte, ich war schon durch mit dem Thema. So ein Mist. Wobei ich keine 20 Jahre geraucht habe insgesamt. Ne? Also so, ich bin jetzt drüber weg. Und aber das Risiko ist immer noch da, weil diese Autobahn ist vielleicht noch da. Und in dem Moment, wo ich wieder eine Zigarette in der Hand habe oder wo ich wieder rauche, dann wird diese Autobahn innerhalb von Sekunden wieder aufgebaut. Mhm. Ja klar, das Gehirn merkt sich ganz viele Sachen ganz lange. Mhm. Okay. Ja, diese Gewohnheit ist schon... Wie kann ich aus diesen Gewohnheiten aussteigen? Wie kann ich das schaffen? Gibst du da auch Tipps? Wahrscheinlich bei deinen Führungskräften, die dürfen sich ja auch... Klar. Angewöhnen, anders mit ihren Mitarbeitern zu reden zum Beispiel. Neuer Führungsstil. Ne? Wie schaffe ich das? Kleine Schritte. Wir wollen immer gleich alles auf einmal. Ja, ich will sofort schlank sein. Ich will sofort die erfolgreichste Rednerin, Autorin und so weiter. Und ich will sofort ein paar Millionen auf meinem Konto. Ich will sofort, wie du... Geht nicht. Hab ja schon ich. Ja, genau. Nee, aber das stimmt. Also gerade so beim Abnehmen in meinem Buch, also jetzt, was ja auch erst... wenn dieser Podcast erscheint, ist es schon erschienen, mein Buch, aber über Slipödem, da sage ich eben auch, erst einmal Ist-Zustand akzeptieren. Dann vielleicht irgendwie ein Kilo maximal pro Monat. Genau. Und dann weiß ich, dass ganz viele denken so, was? Ich will 30 Kilo abnehmen. Das geht so lange nicht. Dann mache ich doch lieber irgendwie irgendeine Stoffwechselkur oder Fasten für 4 Wochen oder sowas. Und dann habe ich ratzbatz 20 Kilo runter. Ja, aber eben nicht dauerhaft. Das hält eben nicht wirklich. Und dann ist es eben keine neue Gewohnheit. Richtig. Und ich glaube eben, es ist besser, wenn wir eine neue Gewohnheit ein Ziel erreichen, als wenn wir kurzfristig erreichen, weil danach gehen wir sofort wieder in die alte Gewohnheit. Das ist dann der berühmte Jojo-Effekt. Egal, Jojo nicht nur in Bezug auf Gewicht, Jojo in Bezug auf Rauchen, Jojo in Bezug auf, wie ich mit Mitarbeitern rede und so weiter. Also über neue Gewohnheiten ein Ziel zu erreichen, ist langfristig schlauer, oder? Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen es in kleinen Schritten zu machen. Wir wollen ja immer alles auf einmal. Also wir optimieren unsere Freizeit durch. Ne? Also wir wollen uns topgesund ernähren. Wir wollen Marathon laufen. Wir wollen die besten Führungskräfte unter der Sonne sein. Wir wollen du sprichst die besten... echt von mir. Das ist großartig. Ja, na klar. Also von mir selber auch. Von mir selber auch. Also ich bin ja auch so ein Held. Also ich fange immer neue Hobbys zwischendurch an. Also ich hab ein Pferd, ich habe 2 Hunde und dann will ich zwischendurch immer noch Spinning machen und Yoga. So, und jetzt kannst du dir ja ungefähr vorstellen. Und du hast noch ein Kind und ich habe noch ein Kind, einen Mann, ein Haus, einen Job und schreibe Bücher und irgendwann ist einfach mal so, ja, Schluss. Also im Moment gehe ich nicht zum Spinning und nicht zum Yoga, weil es geht einfach. Du könntest auch einfach schlafen sein lassen und dann Spinning und Yoga in der Nacht schlafen, machen. Nein, schlafen lasse ich auf gar keinen Fall sein. Ich bin begeisterter Mittagsschläfer und ich brauche auch meine 9 bis 10 Stunden Schlaf. Nein, nein, also das auf keinen Fall.
aber Prioritäten setzen, gucken, was geht und was kann ich machen. Ne? So zum Beispiel im Moment ist es für mich so, dass ich sage, die Stunde morgens mit meinem Hunden, dieser Spaziergang, das reicht völlig, da muss ich nicht noch zum Yoga, zum Spinning, ne? Weil ich habe einmal habe ich meinen Kopf klar gekriegt, ich bin eine Stunde gegangen, ist doch wunderbar, ich mache doch alles, es muss nicht noch einen obendrauf sein. Und das machen wir auch ganz häufig in Führungen oder auch bei der Arbeit. Wir denken, das muss alles super ideal sein, weil uns dieses Idealbild überall vorgegaukelt wird, an jeder Ecke. Und das ist aber nicht das Leben. Das Leben hat Höhen und Tiefen. Und wir müssen auch mal Scheitern aushalten. Und wir müssen auch mal aushalten, dass wir was nicht schaffen. Mhm. Deswegen in kleinen Schritten und dann diesen Erfolg feiern. Wenn man diesen kleinen Schritt jeden Morgen macht, ich habe auch keinen Bock, jeden Morgen mit den Hunden eine Stunde zu gehen, jetzt vor allen Dingen, wenn es regnet und unter 0 Grad und das finde ich total scheiße. Aber wenn ich es dann gemacht habe, merke ich, oh super, jetzt geht's mir gut. Ja, ja. Mir ging es so, als ich sehr extrem damals mit dem Minimalismus gestartet bin. Mhm. Da habe ich dann, weil vorher habe ich gedacht, oh guck mal, hier hast du noch die ganzen Stricknadeln und irgendwann fängst du wieder richtig an zu stricken. Weil sich auch immer alle über deine Socken freuen. Also jetzt ist keine Ironie, die freuen sich dann über Socken, so warm. Klar. Das sind schöne selbstgestrickte Socken, das ist was Feines. Vor allem, wenn man eben weiß, Gott, so lange hat die Isabel daran gesessen. Also jetzt trage ich es an meinen Füßen. Auch schön. Auch eine schöne Metapher. Mhm. Oder dann habe ich so gedacht, oh ja, nee, ich möchte mal einen richtigen Nähkurs machen, damit ich mir mal selber Klamotten irgendwie so auf den Leib schneidern kann. Aber habe ich früher auch mal gemacht als Jugendliche. Das lasse ich wieder auffrischen. Insofern, die Nähsachen brauche ich auch. Und das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und als ich eben angefangen habe, Minimalismus zu leben, habe ich ja alles aussortiert. Ja, ja. Ich habe noch ein Stricknadelset für Socken, aber nichts mit Nähen und sage mir so, ich konzentriere mich darauf, die Sachen zu machen, die ich richtig gut kann. Mhm. Und mit dem Geld, was ich verdiene, zahle ich dann jemanden, der richtig gut schneidern kann. Und es war eben so absurd, ich habe wirklich keine einzige Nadel, dass ich dann eben auch, wenn Knöpfe angenäht werden mussten, ich dann zu so einer Erinnerungsschneiderin gegangen bin. Können Sie mir die Knöpfe annähen? Nicht, dass ich es nicht könnte, aber ich habe gar keine Nadel mehr. Ja, sehr gut. Und das, ich habe einfach viel, viel mehr delegiert. Und früher habe ich gedacht, ich bin ja so ein Tausendsasser, ich kann ja ganz viel. Ich kann auch ganz viel. Ja. Aber ich kann nicht alles und ständig und gleichzeitig noch, wenn ich jetzt vielleicht nur Hausfrau wäre und selbst die Hausfrauen, es geht nicht alles. Ja. Wir können nicht alles. Und das ist ja gerade eben auch so zu Weihnachten oder auch zu, ich finde vor allem Weihnachten, machen sich ja viele sehr viel Stress, weil sie eben die perfekten Geschenke, aber sie sind auch selbst geklöppelt, liebevoll verpackt, für jeden das Richtige gefunden, die Weihnachtskarten verschickt, den Weihnachtsbaum schön gemacht, aber jedem natürlich entspannt, also nach dem Motto, mach dir keinen Stress, das macht ja schon die Mama. Also unglaublich viel Druck, weil wir es eben schön machen wollen, weil wir eben ganz viel nicht delegieren. Und ich habe mit dem Minimalismus wirklich gelernt zu delegieren. Und dann auch nicht mehr mit einem schlechten Gewissen nach dem Motto, ich habe zu Hause das Nähset und lass trotzdem den anderen meine Knöpfe annähen. Nee, ich hatte gar kein Nähset mehr. Ja, ja. Also habe ich es deswegen einfach delegiert. Und das hat mir so viel mehr Freiheit gegeben und so viel mehr Freizeit. Die Freizeit brauchte ich wieder, um mich zu erholen, um dann eben gut und konstruktiv zu arbeiten. Ja. Ja, ja, klar. Auch das Delegieren ist ja auch gerade so ein Thema auch für Führungskräfte. Ne? Also die meisten sagen, oh, ich mach's mal eben schnell selber, dann geht's schneller. Das beißt dir hintenrum wieder in den Hintern, weil du es dann immer selber machen musst. Klar, muss ich dann ein bisschen mehr Arbeit investieren, um jemandem das kurz zu erklären oder es ihm vielleicht zwei- oder dreimal zu erklären. Aber danach habe ich es halt wirklich für immer vom Hintern. Ne? So, dann muss ich es nicht mehr machen. Ist auch so ein Thema, was wirklich wichtig ist. Ja. Klar. Und auch in kleinen Schritten. Ja, ich war gerade bei einem Unternehmen, da wurde gesagt, ja, wir sind eben noch so hierarchiemäßig. Also es wird noch sehr stark gelebt, alte Strukturen. Und die haben gesagt, wir haben eben Führungskräfte, die ganz viel selbst operativ eben noch machen und nebenbei führen. Und das ist ja eben genau diese Problematik, was Führungskräftetrainer ja sagen, hör damit auf. Ja. Die eben unersetzlich sind. Und im Endeffekt ist doch die Regel, mach dich unersetzlich. Ja. Sieh zu, dass dein Team gut arbeitet und sieh zu, dass dein Team rechtzeitig in Feierabend geht, dass auch die auf sich achten und. So diese ganzen Sachen. Genau, und es ist in Deutschland merkt das noch ganz oft. Also es wird ganz viel noch hierarchisch geführt. Also diese schöne neue Welt, die existiert irgendwie da draußen im digitalen Bereich und jeder erzählt davon. Und witzigerweise, egal in welches Unternehmen ich komme, ich sehe das ganz, ganz selten, dass nicht hierarchisch geführt wird. Und es ist häufig so, dass aus der Fachkraft die Führungskraft wird. Und dann bist du eine gute Fachkraft, dann bist du auch gleich die gute Führungskraft. Nein. So ist es nicht. Und als Fachkraft dann etwas, was man wirklich gut konnte, loszulassen,
ist halt auch wieder so ein Sprung. Es geht wieder gegen die Sicherheit, ne? Ja, also genau. Wieder was Neues lernen, gegen genau. die Gewohnheit. Genau, genau. Und wieder Gewohnheiten loslassen und auch mal zu sehen, wie andere scheitern, was man selber vielleicht in 10 Minuten richtig gut gemacht hätte. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und das ist halt was, wo ich immer wieder rangehe und sage so, lass sie das machen, lass sie fallen. Es ist ähnlich auch wie mit Kindern. Also ne, unseren Sohn haben wir 1, 2, 3 Mal richtig scheitern lassen, obwohl wir wussten genau, was da passiert. Und es ist Gott sei Dank, es ist auch gut ausgegangen. Er hat dann gesagt, so, oh Mensch, blöd, ne? Hätte auch anders laufen können. Und er hat daraus gelernt. Man muss die Leute auch lernen lassen. Und wie gesagt, das auch selber hinzukriegen, ist wahnsinnig schwer. Ich rede da jetzt so super drüber. Ich weiß noch genau, wie es war. Ich war ja selber mal Führungskraft. Ich habe auch immer schnell mal die Sachen selber gemacht. Und ne, so, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ja, aber das ist ja gut. Dann kannst du ja aus Erfahrung dann eben berichten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast vorhin noch ein anderes Thema angesprochen, was ich faszinierend finde. Ja. Und zwar hast du gesagt, dass du nun schon an dem nächsten Buch sitzt. Ja. Rein inhaltlich ja. würde ich es ganz gerne aufgreifen, weil du etwas ansprichst, wo ich sage, das ist doch schon so häufig angesprochen worden, sollte doch mittlerweile jeder wissen. Und zwar geht es um das Zuhören. Genau, genau. Also, was bemängelst du bis an den bisherigen Techniken oder was meinst du, was bringst du da neu auf den Markt? Denn viele sagen ja einfach, Klappe halten, das ist ja schon Zuhören. Eben nicht. Und Techniken ist schon das Stichwort. Wenn ich eine Technik brauche, um jemandem zuzuhören, dann läuft schon was falsch. Weil Zuhören hat nichts mit Technik zu tun. Zuhören hat was mit Interesse an dem Gegenüber zu tun. Und Zuhören, richtiges Zuhören ist eine Haltung. Und aktives Zuhören ist so ein Stichwort. Im Prinzip ist es das, aber es verkommt so zum Bodenturnen für Anfänger. Ne? Und dann wird so, ja, und man muss nicken und man muss sich so hinsetzen wie der andere und man muss zustimmende Geräusche von sich geben und dann ist man so darauf konzentriert, dieses Bodenturnen für Anfänger halt zu machen, dass, so, warte mal, jetzt müssen wir einmal kurz... Ja, wir machen. So, wo war ich stehen geblieben? Du warst Bodenturn für Anfänger, ja. Die Leute eben dieses Nicken und das und zustimmende genau. Laute und so weiter. Genau, und dann sind die Leute genau auf das fokussiert, dass sie das alles richtig machen, damit das Gegenüber den Eindruck hat, sie würden interessiert zuhören. So, meine Frage ist jetzt, stellt euch mal vor, ihr würdet wirklich interessiert zuhören. Was glaubt ihr, was für einen Eindruck euer Gegenüber hat? Das ist doch der Hammer, oder? Ich könnte wetten, dass das Gegenüber meint, du würdest interessiert zuhören. Ja, das ist das, was ich ja auch häufig gerne so bei diesem Pacing und Leading, was ich auch bei meinem Buch Die Bessersprecher geschrieben ja. habe. Die Leute pacen und leaden, damit der andere das Gefühl hat, ich bin interessiert, wo ich so denke, ja. ne, nach dem Motto, hab doch einfach ehrliches Interesse. Genau, genau. Wenn du ehrliches Interesse hast, ja. dann wird genau. es auch klappen. Also nicht immer natürlich, und darum geht es ja auch gar nicht, aber ja. wenn ich vom Kopf her losgehe, von dem mentalen, ne, praktisch die Lawine lostrete im Körper, ja. dann wird die Körpersprache, die Mimik, der Stimmklang, alles wird fast automatisch sein. Und die manchen machen eben eher zustimmende Laute, manche machen es eben weniger. Jeder so, wie es eben dann passt. Und tatsächlich finde ich es eben auch, dieses wirklich ehrliche Interesse. Und das ist aber, ich glaube, das können manche nicht mehr hören. Wo war das? Letztens habe ich mit jemandem gesprochen und die meinte dann so Führungskräftetrainings. Und die hat dann eben gesagt, wenn sie dann so mit den Führungskräften arbeitet, dann sagen die, ey, jetzt kommen sie aber mir nicht wieder mit der Wertschätzung, echt. Warte mal, du bist Führungskraft, kommen sie mir nicht wieder mit dieser blöden Wertschätzung. Ich denke so, nee, klar, das braucht man als Führungskraft auch nicht. Man braucht keine Wertschätzung. Das ist so geil, weil es eben schon so inflationär häufig gebraucht ja. wird. Und die Leute, glaube ich, manchmal das Gefühl haben, wir bekommen fast zu wenig Tipps, weil immer nur auf, ja, seid doch einfach neugierig, habt doch einfach ehrliches Interesse. Mhm. Die Frage ist doch, wie schaffe ich das, ehrliches Interesse ja. zu haben? Wirst genau. du da auch Tipps geben? Ja. Wie kriege ich das hin? Ja, zum Beispiel... Ich mal kurz dein Kabel hier so ja, rum. Ja, so, sehr gut. ja, zum Beispiel ist eine Art der Einstellung zu sagen, okay, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, mein Gegenüber weiß etwas... oder kann etwas, was ich nicht kann. Ich kann immer was lernen von meinem Gegenüber. Also im Amerikanischen gibt es, oder im Englischen gibt es diesen Ausdruck, everybody is an expert in something. Also so, du hast immer einen Experten dir gegenüber sitzen, der dir was erklären kann oder erzählen kann, was du noch nicht wusstest und was dich vielleicht genau in dem Moment weiterbringt. Und wenn du dir diese Einstellung einfach zu eigen machst in dem Moment, dann geht das Gespräch in eine ganz andere Richtung, weil dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, oh warte, da kommt gleich was, das muss ich unbedingt mitnehmen.
Aber da haben wir ja auch diese Gewohnheit. Ne? Wir haben vielleicht die Gewohnheit, normalerweise bin ich mit meinem Handy beschäftigt. Ich bin die Gewohnheit auch, ich bin so wichtig. Die Gewohnheit, ja. Ich habe meinen Laptop da. Also was auch immer für Gewohnheiten ja. haben. Auch beim Zuhören gilt es ja, diese Gewohnheiten wieder wegzulassen. Oder zum Beispiel, ich habe als Führungskraft 20 Jahre lang eben dieses aktive Zuhören mit Nicken, mit ein Ohr rein, ein Ohr raus. Aber ich offiziell laut den Regeln mache ich alles richtig. Diese Gewohnheit mehr zu ändern, ist ja auch wieder herausfordernd. Wie kann ich mich daran erinnern, wirklich ehrliches Interesse? Das klingt so einfach, aber ich weiß, dass viele es nicht hinbekommen. Ja. Dass sie einfach kein ehrliches Interesse haben am Gegenüber. Dass sie sagen, ja, kann bitte Experte sein, ist mir doch egal. Gerade ist dieser Mitarbeiter hier Vollzeitkiller. Ich würde mich auch mal trauen, als Führungskraft, denjenigen auch mal wieder wegzuschicken. Wenn es tatsächlich so ist, dass ich gerade es nicht hinbekomme, dass ich diese Einstellung jetzt nicht hinbekomme, was hindert mich daran, das Gespräch auf später zu verschieben und mir dann Zeit zu nehmen und mir dann vorzunehmen, okay, komm, na, so da mache ich das, dann lege ich das auf Termin und sage dann, okay, dann habe ich Zeit, dann funktioniert's. Natürlich kann ich das nicht immer, es ist überhaupt keine Frage. Ich selber schaffe das auch nicht. So zwischendurch kommt mein Sohn auch mal an, wo ich dann sage so, pass mal auf, jetzt nicht. Aber ich sage ihm dann, wann ich Zeit habe und wann ich mir die Zeit nehme. Interesse genau. auch aufbringen kannst. Dann. Wenn ich das aufbringen kann, weil Interesse aufzubringen ist auch extrem anstrengend. Das ist ja nicht, das macht man ja nicht einfach so und das macht man auch nicht zu jedem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist auch was viel zu wenig ja, Beachtung findet, dass solche Dinge anstrengend sind und dass wir uns auch zusammenreißen müssen und dass das auch nicht mal so einfach geht manchmal und dass wir uns dafür dann Zeiten schaffen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Tipp, dass man den Leuten auch mal sagt, ist auch okay, wenn du es nicht schaffst, wenn du es jetzt gerade nicht hinkriegst, dann sag doch, ich kann jetzt nicht, jetzt geht's gerade nicht. Das ist doch überhaupt kein Problem. Aber das halten wir für ein Problem. Wir glauben dann, doch als Führungskraft muss ich das machen und dann muss ich jetzt mal so tun, als ob. Und dann packe ich nämlich wieder meinen Bodenturn für Anfänger aus. Nee, dann sag lieber später. Ja, also tatsächlich auch Pause mache ich auch ganz häufig, so nach dem Motto. Selbst wenn ich bei Schlagfertigkeit beibringe, sage ich auch, wenn Sie die Antwort nicht haben oder wenn Sie merken, Sie sind gerade richtig sauer und deswegen eben nicht mehr gut in der Kommunikation, wütend, traurig, was auch immer. Ja. Zu viele Emotionen, die uns daran hindern, mal so ein bisschen, also zu viele ungünstige Emotionen, die uns daran hindern. Hier wird gerade ordentlich umgeräumt. Zu viele Emotionen, die uns daran hindern, ja, gut zu kommunizieren. Dann sage ich, gehen Sie raus. Also, solange Sie kein Arzt sind und jemand, Polizist, Feuerwehrmann und jemand stirbt, ist es gut, mal rauszugehen unter einer Vorwand oder eben einfach sagen, ich denke drüber nach, ich komme in 10 Minuten zu. Wieso könnte ich sofort antworten? Doch, aber ich möchte gerne darüber nachdenken. Genau. Und das ist ganz häufig so, dass das so als Schwäche gesehen wird, dass ich mir die Zeit nehme, darüber nachzudenken. Und ich finde, es ist ein Geschenk dem anderen gegenüber, weil ich nämlich nachdenke und dadurch eben auch wirklich alle Aspekte eher durchkauen kann, als wenn ich jetzt irgendwas raushaue, was ich vielleicht hinterher bereue. Ja, und es ist ja auch so, es gibt so ganz tolle, gibt ja mittlerweile so tolle Funktionen, wie man ins Gehirn gucken kann mit PET-Scan. Und wenn wir zum Beispiel gerade was Schlagfertigkeit anbelangt, wenn wir gerade mal keine Antwort haben oder uns jemand richtig anblafft, auf dem falschen Fuß erwischt, dann haben wir einen ganz kurzen Schreckmoment, so einen Stressmoment. Und unter Stress schaltet das Gehirn unser Sprachzentrum ab. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir weggehen, 10 Minuten später, ach, das hätte ich sagen können und das hätte ich sagen können, warum uns das dann alles einfällt. Und wenn wir das wissen, dass unser Gehirn dann auch einfach ausschaltet, ja, dann sag das doch, dann sag doch, also im Moment, ehrlich gesagt, weiß ich es gerade auch nicht. Ich komme in 10 Minuten nochmal wieder. Immer machen, klar. Und wenn man dann diese Bilder erstmal sieht, was dann im Gehirn passiert, dann sagen die Leute auch so, ach so, ja, guck mal, tatsächlich, ja, mir geht's auch öfter so. Ja, genau, so ist das. Kann ich auch beim nächsten Mal machen. Du, mein Sprachzentrum ist gerade abgeschaltet. Ich kann gerade nicht, ja. Ich melde mich, wenn es wieder hochgefahren ist. Könnte man auch sagen, ist dann, würde ich aber sagen, die fortgeschrittene Variante. Ach, schön. Das ist spannend. Es sind viele, viele Aspekte, die so von sehr nah an das andocken, was ich ja eben auch mache, aber eben so aus einer anderen Richtung eben so. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und du wohnst in der Nähe von Hamburg und bietest dort dann Seminare an oder wie machst du das? Also ich wohne südlich von Hamburg, am südlichen Rand und zu mir kommen Coaching-Klienten auch, also so Führungskräfte und ich biete auch Seminare an. Ich habe offene Seminare, die biete ich in der Lüneburger Heide an. Wie schön. Und da können sich Leute anmelden. Ich glaube, im nächsten Jahr mache ich
glaube, 6 offene Seminare im nächsten Jahr. Und ansonsten für Führungskräfte also 2019, oder für Firmen. 2019, genau. Ne? Man weiß ja nie, wann jemand den Podcast hört. Ach so, ja, Entschuldigung, genau. Genau, 2019 sind es 6 offene Seminare, aber ansonsten bin ich in Firmen unterwegs und habe geschlossene Seminare. Genau. Hm. Okay. Möchtest du abschließend noch irgendetwas? Ach, warte mal, ich habe ja ganz vergessen, du kriegst ja noch deine 3 Begriffe. Oh, ich bin aber auch nachlässig. 3 Begriffe? Okay. Ich 3 Begriffe, ich sag dir 3 Begriffe und du sagst das Erste, was dir dazu einfällt oder sogar eine Geschichte, irgendwas, was okay. dir einfällt. Okay. Mhm. Gut, der erste Begriff ist Kerze. Kerze, Weihnachten. Wir haben es kurz vor Weihnachten. Weihnachten. Kochen. Kochen ist für mich maximale Entschleunigung und Genuss. Afrika. Afrika, meine Hochzeitsreise. Ach echt? Ja, wir waren in Kenia. Da waren wir 3 Wochen unterwegs mit Safari und mit ganz tollen Sachen. Und da verbinde ich ganz tolle Erlebnisse. Und das Licht in Afrika ist der Hammer. Ja. Inwiefern? Wie ist das Licht in Afrika? Oh, das ist schwierig zu erklären. In Deutschland haben wir im Herbst haben wir immer so, das nennt sich blaue Stunde. Das ist irgendwie morgens im Herbst Sonnenaufgangszeit, so die erste Stunde. Da haben wir so ein goldenes Licht. Und in Afrika ist das Licht fast immer so. Oh. Ja, das toll. Licht in Afrika. Toll. Und dann ganz am Ende, um jedem meiner Podcast-Hörer Mut zu machen, dass uns allen Pannen passieren, möchte ich ganz gerne, dass du, wenn du magst, eine Panne erzählst. Es kann sein, dass du daraus gelernt hast, es muss aber auch gar nicht sein. Also so, wie es eben ist. Fällt dir da eine ein? Ach, dir passieren wahrscheinlich nie Pannen, ne? Doch, andauernd. Doch, andauernd. Deswegen fällt mir jetzt nichts Spezielles ein. Irgendwo mal einen Namen vergessen, irgendwo mal gedacht, so, oh Gott, da habe ich gedacht, tu sich der Boden auf. Da fällt mir was ein. Namen vergessen ist ein super Stichwort. Da habe ich noch als Führungskraft in der Bank gearbeitet und habe einen neuen Job angefangen in einer neuen Bank. Und habe 3 Monate lang 2 Kollegen verwechselt. Habe dem einen Kollegen immer die E-Mails zu dem anderen geschickt. Und irgendwann kam der eine Kollege zu mir und sagte, Sie wissen aber schon, dass ich nicht der Herr XY bin. Und ich so, ach du Scheiße. Und das wirklich 3 Monate lang. Und die Jungs haben aber auch nichts gesagt. Ich glaube, das ist so eine typische Panne, wo kein Learning ist, oder? Oder hast du ein Gedächtnistraining gemacht, um dir ab sofort Namen besser... Wirklich? Ja, also doch, das war tatsächlich das Learning. Und das Learning daraus war, irgendwann hat dann mal jemand zu mir gesagt, weil ich bin halt rumgelaufen und habe gesagt, ich kann mir einfach schlecht Namen merken. Dann hat mir jemand mal gesagt, wer sich keine Namen merken kann, hat kein Interesse. War ich natürlich erstmal total entsetzt und habe gesagt, stimmt gar nicht, natürlich habe ich Interesse. Und irgendwann ist mir aufgefallen, nee, stimmt, ich habe dann kein Interesse an der Person, nicht genug, um mir den Namen zu merken, weil das ist dann wieder anstrengend. Und seitdem kann ich mir Namen merken, weil das lasse ich doch nicht auf mir sitzen, dass ich kein Interesse habe, es geht gar nicht. Und es funktioniert tatsächlich. Es ist ein bisschen anstrengend, aber ich muss mir das wirklich dann richtig drauf schaffen. Aber auch in meinen Seminaren von 12 Leuten kann ich innerhalb von einer halben Stunde alle Namen. Ja, kann ich auch. Ja. Also, und auch das eben Gedächtnistraining tatsächlich. Also ich habe jetzt immer mal wieder auch in meinen Kursen so manchmal Gedächtnistrainer dazugeholt, mir Vorträge angehört und so. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich finde es einfach, die Leute freuen sich, wenn ich mich auch beim nächsten Mal noch an die Namen erinnere. Genau. Und sie mit Namen anspreche. Genau, das ist das Aber weil das sie ist auch merken, Thema. Dass es von Herzen ist und nicht einfach nur, ach, ich schaffe mir jetzt die Namen auf, weil es eine Technik ist und weil ich jeden ansprechen kann, sondern merken, dass es mir auch wichtig ist. Ja, und das, also so für mich war das wirklich, also so, ich war so entsetzt von mir selber, als ich gemerkt habe, das stimmt, dass du hast nicht genug Interesse. Da habe ich gedacht, so geht das nicht, das muss sich ändern. Und über das Interesse generiere ich das tatsächlich. Ich mache das nicht über Techniken, sondern tatsächlich über das Interesse an der Person. Aber das ist ja auch genau das, was ja auch Neurowissenschaftler sagen, dass wir eben alles lernen können, wenn wir nur genug Interesse Richtig, dafür haben. Genau. Aber das ist schon wieder etwas, wo wir dann auch Gewohnheiten ändern dürfen. Ja. Dann meine Gewohnheit sagt, ist ja einfacher zu sagen, Namen kann ich mir nicht merken, aber Gesichter und Geschichten, ey, da kannst du mich fragen, was du willst, aber hier, ich kann mir keine Gesichter merken. Es ist ja einfacher, es ist bequemer. Genau. Es ist mehr meine Gewohnheit. Ja. Und da dann wieder auszusteigen und wirklich ständig Interesse zu haben, das ist wirklich Arbeit. Aber ja, klar, genau. Wenn ich Interesse habe, mache ich mir eben auch die Arbeit. Ja, genau, das ist es.
Schön. Vielen herzlichen Dank für diese Pan und vielen, vielen lieben Dank, dass du in dieses Café, in dieses sehr laute Café gekommen bist. Man könnte meinen, wir sind hier gerade in Spanien, aber wir waren in einem Café, wo ich erst dachte, okay, Musik, ja, okay, ist ein bisschen laut, geht aber. Dann hier im Hintergrund Radio. Dann irgendwie waren gar nicht so viele Leute da und dann fingen sie, während wir hier anfingen, ne, fingen auf einmal an, dass sie hier auf einmal alles für das Mittagessen an uns vorbei hinten in die Küche getragen haben. Und es sah schon sehr cool aus, wie die immer so den Bauch eingezogen haben, um praktisch um dich herumzukommen. Nicht, ja, weil du mit dem Stuhl im Gang sitzt. Sehr herrlich. Also vielen, vielen lieben Dank. Und ich finde, da ist so viel Potenzial, das wiederholen wir irgendwann mal. Das machen wir auf jeden Fall. Und du musst ja auf jeden Fall auch noch zu mir in den Podcast kommen. Von daher. Genau. Also ich verlinke deine Homepage, wo man sicherlich auch oder jeder Interessierte was finden kann mit offenen Seminaren und so weiter und wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann. Genau. Da stehen sicherlich auch dein Buch dann eben drauf. Ja. Genau, alles dabei. Verlinkt hast. Und dann würde ich eben deinen Podcast verlinken. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist der Natural Leadership Podcast und ne, so, da machen wir demnächst nochmal ein Interview dafür. Aber ich bin ja keine Führungskraft. Ja, aber fürs besser Reden ist das ist genau das richtige Thema. Ich habe dein Buch ja auch schon gelesen und da ist auch schon so viel drin, hängen auch schon ganz viele Post-its drin, was ich alles fragen will. Okay, gut. Sehr gut. Dann beenden wir jetzt und dann stellst du Fragen. Vielen lieben Dank, Anja. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.